Okay. Das nehmen wir mal schön aus dir heraus. Und du musst auch leider gehen. Oh! Klammerviecher hier. Oh. Unser überraschend. Das ist der letzte Herr hier. Oh, Granate. Oh, jetzt kommt noch so ein Kettenhund. Ja, geil. Habe ich die Zeit mit Blocken verschwendet. Denn? So, sind wir oben angekommen. Darf ich hier hochklettern? Oder kommen noch mehr Gegner? Noch mehr. Dankeschön. Jo, jetzt habe ich hier eine Brandplattform, aber okay. Sehr schlaue Idee. Hey, beschieß doch die Plattform mit diesem großen Gastank. Lässt alles explodieren und brennen. Und dann lasst uns beide mal auf die Plattform draufspringen, die ziemlich absturzgefährdet und brennend aussieht. Hey, sehr gute Idee. Vollidiot, ey. Überhaupt aus der Reichweite mit dem Kack-Raketenwerfer auf den Gastank schießen. Ist klar. Careful, Reifen. The elevator cannot take much more as this. Jump to that adjacent platform. The platform is losing speed. Scheiße, der Treibhauser interferiert. Scheiße! Geigen, hier ist ein Auto zu scharf. Do not set them block the elevator. Okay, Elevator. Elevator. Ja. Haut mal ab hier. Spastis. Ich will vielleicht von dieser Plattform noch weg. Also lasst sie in Ruhe. Ja, ich bin noch dabei, ey. Wo ist der? Ich sehe nix. Ich bin... Ey! Hä? Ich sehe den anderen Elevator nicht. Check ich nicht. No,
Der war nicht da. So. Erstmal die Kerlchen hier erledigen. Hey! So, Wassertröpfchen. Ja, mache ich. Du nutzt jetzt den Block, den Elevator. Lass mich doch mal in Ruhe. Rüber. Ja. Sehr schön. Durchatmen. Dip, 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 dip. They are deploying security from the top floor to the freight elevators. You pass to the server room leads right through them. Ich bin nur ein Fass. Konnten die mich entdecken? Verreckt doch! Und ihr auch! Ah! Man sieht die aber auch so schlecht aus dieser Kameraposition. Nicht einen dritten noch? Nicht mehr. Nicht die Gorillas schon wieder. Ja, nee. Ist klar, ey. Nicht! Nervig, wenn die eingreifen. Oh! Ah. Jetzt weiß ich nicht, wer hier... Na gut, der mit dem kaputten Arm. Zuerst. Ja.
Paco. Jetzt, da er keine Arme mehr hat, kann er nur noch springen und mir Kopfnüsse verteilen. Jetzt schneide ich ihm auch sein eines Bein ab. Dann kann er nur noch Kopfnüsse verteilen, beide Beine. Wo ist er hin? Paco. Au. No. Ey, die sind so hartnäckig und nervig, diese Gegner. Hartnäckig und nervig. Schätze mal, hier geht's lang. The server rooms ahead? Yes, according to what I have here. What should I expect to find? If they're VR training those brains, I'm guessing it won't look like your typical IT department. Quite right. Most of it will likely be occupied by life support units. Feeding oxygen and nutrition to the brains they have stored, you know. They would also need a server to feed them the VR data, but in terms of structure, it's really more brain storage and maintenance than a server room. But no doubt it makes a convenient euphemism for what they are really doing there. Yeah, like how CIA agents refer to where they work as the company. Indeed. Something like that would never arouse the suspicions of rank and file staff who may hear it. And I'm sure those complicit in this operation feel better not calling it the VR training room. Hmm. Even something so simple as a name can help one ignore the truth of what they are doing. Truly fascinating how the human brain works. So this whatever room, that's where Sundowner's waiting, right? If he wants a fight, I wish he'd just get on with it. He didn't seem the type to run and hide. Well, he is in charge of security, but I suspect this is not about business. If I had to guess, I would say he is toying with you, testing you, perhaps. Whatever he's doing, it won't change what's going to happen once I finally catch up with him. Yeah. Aber mit genug HP-Dingern lässt sich eigentlich jeder Boss mit jedem Skill erledigen. Dieses Gepiepe geht mir ein bisschen auf den Sack. Piepiu! Oh, was machst du denn hier? Miss Troll. She's... No. A spare body, if I had to guess. Likely controlled by an AI. Okay, ein bisschen Boss Recycling würde ich mal sagen, aber ich mit meinen neuen Skills. Ich würde sagen, ich renne einfach die ganze Zeit hier im Kreis. Ich mache diese Tripods hier kaputt. Okay.
sich das mal bewegt und angegriffen. Aber so kriege ich die auch langsam down. Ein Drittel habe ich ja schon runter. Und so mache ich auch noch nebenbei die Tripods kaputt. Tripods hier nebenbei erledigen. Die Kamera ist echt teilweise unübersichtlich, aber kann ich auch nichts gegen machen. Aber mit dieser Taktik ist sie ja voll easy. Stab will nicht kaputt gehen, oder was? Geh weg von mir! Kamera lässt sich auch nicht vom Winkel her irgendwie anders einstellen. Bleibt mir auch nicht so viel übrig, als sie so anzugreifen. Ist ja effektiv genug. Wo ist hier hin? Wow. Boah, ich hab schon voll viele Punkte. 120. Nicht der. And the spare on soon? Well, if it's AI controlled, it should pose no problem for you, yes? Komm! Komm! Ah! Ah! Wenn man in der Ecke steht... Ah, blöd. Der Winkel war blöd. Doch in Ruhe.